Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Da sind wir wieder bei Stronghold, hier in der Definitive Edition. Und heute starten wir mit der ersten Runde des Burgpfad Remakes. Nämlich geremaked von euch, der Stronghold Community, die hier so fleißig im Karteneditor aktiv ist und war. Aber vor allem auch noch ist. Und mir schon einige Maps eingereicht hat. Ja, also wir können uns das mal ganz kurz angucken. Ich habe mir da schon einige hier zu Gemüte geführt. Ihr seht, ne, da sind schon einige, bis auf Schloss Seaside, sind ja schon einige eingereicht worden. Heute gucken wir uns die erste Map an. Burg Dunotar vom User Andrascha. Andrascha hat bereits einen Workshop, also eine komplette Kollektion erstellt, wo er zum Zeitpunkt jetzt, 12.01. schon 8 Burgen des Burgpfads bereits geremaked hat, ja. Also hier Dunotar, Warwick, Hastings, Pembroke, Warkworth, etc. etc. De Coucy, ja, also oder Geilar ist auch schon von ihm hier mit dabei. Also der hat schon sehr, sehr viel gemacht, sehr, sehr aktiv, auch schon bevor ich überhaupt das Ankündigungsvideo zum Remake-Wettbewerb, zum Wettbewerb will ich jetzt nicht sagen, aber bevor ich das schon gemacht habe, hat er schon aktiv 4 Burgen gebaut. Aber es sind auch schon andere Burgen eingereicht worden. Hier zum Beispiel ein Château de Coucy wurde schon eingereicht. Ja, also ihr seid auf jeden Fall aktiv. Ich sehe das auch in meinem Discord-Server im Bereich Community-Content. Da wird schon recht kräftig eingereicht. Also da schon mal an dieser Stelle Dankeschön. Und heute beginnen wir mit Castel Dunotar von eben dem User Andrascha. Und ja, ich würde das Ganze gerne auf sehr schwer spielen. Einmal Verteidigung, einmal Angriff. Ich habe jetzt aber schon mal reingeguckt, um schon mal zu testen, um einfach mal ein Gefühl zu kriegen, okay, ist die Burg überhaupt auf sehr schwer machbar, ne? Wir greifen zuerst an, bevor wir verteidigen, und wir gucken uns natürlich auch die Map an, logischerweise. Es ist hier eine sehr kleine Map, muss man sagen, hat eine kleine Größe für die Map gewählt. Beim Angriff, ich habe mal geguckt, also wenn wir es mit den Einheiten probieren, die hier am Start sind, ist es nicht machbar. Also für mich zumindest nicht. Vielleicht ist es sogar machbar, aber ich habe es nicht geschafft. Deshalb würde ich das selbst einstellen, welche Einheiten wir hier nehmen und welche nicht. Ja. Und da brauchen wir eben halt viele schwere Einheiten, weil wir eben nicht sehr viel zur Verfügung haben. Ich würde mal auf 15 Armbrustschützen gehen. Die 3 Ritter lassen wir mal gut sein. Und 23 Pikeniere. Ich denke, so passt das. Wir hätten sogar noch ein bisschen was für einen Bogenschützen übrig, also nehmen wir den noch. Ja, und damit können wir es wohl in so einer kleinen Anzahl möglicherweise schaffen. Okay, gehen wir rein. Also, Burg Dunotar vom User Andrascha. So, ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal ja, genauer hier an. Ich habe natürlich auch wieder Referenzbilder rausgesucht, die ich euch auch von der Quelle her in der Videobeschreibung verlinke. Für die, die vielleicht neu sind hier auf meinem Kanal und jetzt nicht genau wissen, was jetzt hier passiert. Also ich habe den Burgpfad gespielt, den Firefly beworben hat und 10 Missionen gebaut hat. Da muss man einfach dazu sagen, ich werde die Playlist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Die Burgen waren sehr schlecht umgesetzt. Meiner Meinung nach, ich fand die nicht sehr, sehr gut und habe deswegen die Community aufgefordert, bessere Burgumsetzungen zu bauen. Ja? Und wir fangen jetzt hier, wie gesagt, mit Burg Dunotar von Andrascha an und gucken doch einfach erstmal so, kommt das denn ungefähr so hin, wie er es gebaut hat? Und wir können jetzt hier schon mal sagen, dieser Turm mit diesem, ja, mit dieser Kirche oder mit diesem Nebengebäude, das passt soweit schon mal ganz gut. Das sehen wir auch am Eingang, dass das hier auch gut passt. Auch hier mit der Mauer, das passt soweit sehr gut. Dann haben wir hier an der Seite, an der Klippe, diese 4 Gebäude, die auch hier sehr gut zur Geltung kommen, wie Andrascha das gebaut hat. Auch die Kirche, die Kapelle ist zu erkennen, sehr schön, sogar mit einem kleinen Blumengebet. Blumenbeet. Dann haben wir auch hier diese Torhäuser. Das sieht man auf diesem Foto, was ich jetzt eingeblendet habe, nicht so gut, aber tatsächlich gibt es hier mehrere Durchgänge nochmal, die erst den Berg hochführen. Das hat er hier auch sehr, sehr gut gemacht. Die freie Stelle ist gut zu erkennen. Kaserne kann man da gerne hinbauen, das passt soweit. Ja, und den hinteren Bereich, der ist auch sehr gut einsehbar. Auch von der Form her passt mir das alles soweit sehr, sehr gut. Das ist also auf den ersten Blick schon sehr, sehr, sehr nah am Original dran. Im Vergleich zur Stronghold-Umsetzung. Werfen wir nochmal einen Blick auf den Grundriss. Wenn wir den Grundriss sehen, merken wir allerdings, ja, dieser hintere Teil, der ist gut erkennbar, auf jeden Fall. Aber der hätte vielleicht noch ein bisschen angeschrägt werden müssen. Die Mauer hätte hier vielleicht noch so ein bisschen schräger rausgehen müssen. Aber grundsätzlich, oder hier, diese Mauer hier, die hier zu sehen ist, die hätte hier auch ein bisschen angestrickt werden müssen, hier in die Richtung.
Gut, grundsätzlich gibt es da aber überhaupt nicht viel zu meckern. Ne, das, man kann hier wunderschön auch den Eingangsbereich hier unten, der ist so schön abgeeckt, sage ich jetzt mal, dass man da so ein bisschen das eckig hat und nicht ganz so glatt geleckt ist, sage ich jetzt mal hier. Das sieht wunderbar aus, also da kann man wirklich gar nicht so viel jetzt dagegen sagen. Das ist wirklich eine sehr, sehr valide Umsetzung und ob ich es jetzt großartig besser gemacht hätte, weiß ich nicht. Also von daher kann man sagen, die Umsetzung, die Andrascha hier uns bringt, uns zeigt, uns präsentiert, ist sehr schön. Ich hätte vielleicht eine größere Karte gewählt einfach, um noch ein bisschen mehr Tromom noch zu basteln, aber so ist es auch okay. Man kann sich auch aufs Wesentliche konzentrieren, das hat Andrascha hier gemacht. Auch die Felsenform ist schön zu sehen, dass er hier nicht alles einfach nur so glatt gezogen hat, sondern dass man hier wirklich auch eine gewisse Formation noch einfach in den Felsen sieht. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt schulnotenmäßig bewerten müsste oder auf einer Skala von 1 bis 10, ja, würde ich sagen, das ist eine sehr solide 7,5. Wie gesagt, Luft muss nach oben immer ein bisschen sein, weil es könnten auch noch bessere Maps kommen, bessere Einreichungen kommen. Aber das hier ist definitiv im Vergleich zu Stronghold 1 eine verdammt gute Umsetzung. Und was mir hier persönlich, das Highlight, was mir persönlich am besten gefällt, ist dieses Gebäude hier. Er hat hier diese Kapelle reingesetzt und auf der Seite nochmal so Fassaden nochmal hingebaut, die auf der Vorder- und Rückseite nochmal stehen. Und das finde ich, es sieht so cool aus hier, auch mit dem Dach dann in Kombination. Also wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und auch hier diese Formation mit dem Turm und diesem Eckgebäude hat er sehr, sehr gut getroffen. Also da kann man wirklich gar nichts so richtig dagegen sagen. Also wirklich schön. Wie gesagt, außer dem hinteren Teil hier, den man vielleicht hätte noch ein bisschen einschrägen können. Aber sonst habe ich fast im Grunde keine Kritikpunkte. Also eine wirklich, wirklich schöne Map. Und wenn ihr die selbst auch spielen wollt, wie gesagt, auch Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Map im Workshop gerne abonnieren. Und ja, jetzt gucken wir uns erstmal die Truppen an. Wir sehen hier sehr viele Bogenschützen, keine Armbrustschützen. Viele, viele Bogenschützen. Wir haben Wölfe hier, Lanzenträger. Viele Mönche, muss man sagen. Also er hat sich dafür entschieden, viele Mönche einzubauen. Was aber auch okay ist. Ich meine, gut, er hat jetzt hier natürlich viele Kapellen gebaut. Es gab auch nur eine Kapelle in der Burg, in der echten Burg. Aber nichtsdestotrotz, viele Mönche. Sieht man auch nicht so oft, finde ich. Ein paar Ritter haben wir hier stehen. Bogenschützen nochmal zum, ja, Verteidigen des Burghofs. Die haben auch einen +2er Angstfaktor. Sollte man auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, mit der Truppe, die wir halt quasi haben als, oder hätten als Starteinheit, hätten wir es nicht geschafft. Also ich habe es 2-3 Mal getestet, das ging einfach nicht so gut. Selbst ohne Armbrustschützen, die hier verteidigen, geht das einfach nicht so gut. Und daher, um eine realistische Chance zu haben, das auf sehr schwer zu schaffen, habe ich mir eine eigene Truppenzusammensetzung gewählt, die wir jetzt nutzen werden. So. 7 Baumeister, die mir hier Schilder errichten. So, genau. Dann haben wir hier Truppe 1. Die Schilde lege ich auf die 2. Pikeniere auf die 3. Also ich werde komplett ohne andere Belagerungsgeräte. Keine Rammböcke, keine Katapulte, keine Trieböcke, gar nichts. Ich werde das hier nur so lösen. So, jetzt kommen hier erstmal ein paar Ritter entgegen und Streitkolbenkämpfer. Das ist gut, dass sie dann am Ende nicht mehr auf dem Bergfried sind. Was wünscht ihr? Ich kann jetzt aber schon mal sagen, nur weil jetzt hier Bogenschützen sind und keine Armbrustschützen, ich sag mal so, es ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Ja? Deshalb will ich da jetzt gar nicht so viel sagen. Dazu großartig oder spoilern, also das wird schon abenteuerlich genug werden. So, wir warten kurz den Angriff hier ab. Ich habe auch nur den Angriff getestet kurz, um ein Gefühl zu... Oh shit, was mache ich da? Oh nein, jetzt habe ich mich selbst beschniffen. Ich habe mir jetzt selbst ein Schild weggenommen und 2 Armbrustschützen. Das war irgendwie total dämlich gerade. Ich habe gerade irgendwie gepennt, ich weiß auch nicht. Bin vielleicht ein bisschen zu sehr davon ausgegangen, dass die das schaffen werden. Na gut. Also ich habe jetzt auch nur den Angriff mal kurz reingespielt, um einfach ein Gefühl zu kriegen, ob es realistisch ist, dass man es auch auf sehr schwer schafft. Und wie gesagt, ich hatte nicht das Gefühl, dass das geht, aber vielleicht schaffen es ja auch manche von euch, das auf sehr schwer zu spielen. Das wäre natürlich eine starke Sache. Ich habe es nicht geschafft, deshalb selbe eigene Truppenzusammensetzung.
Ob man jetzt aber eine Verteidigung auf sehr schwer schafft, das werden wir dann quasi live im Video rausfinden. Das habe ich jetzt mir nicht angeguckt in der Vorbereitung. Also da kann ich schon mal sagen, da bin ich ahnungslos. Wir gucken uns jetzt hier nur den Angriff an. Erstmal. Und dann verteidigen wir das Ganze hier auch nochmal. So möchte ich das auch gerne mit anderen Karten machen. Wir gucken, also die Videos werden dann quasi drei Teile haben. Der erste Teil, wo wir die Burg angucken, der zweite, wo wir angreifen auf sehr schwer und dann nochmal der letzte Part, wo wir das Ganze auf sehr schwer verteidigen. Und ja. Naja gut, von den Schilden her wird es trotzdem noch passen irgendwie. Okay, die Lanzenträger können wir da ein bisschen beiseite räumen. Beiseite mit dir! Waffen geschultert! Schild bereit, eure Lordschaft! Eure Lordschaft? Von der Pike auf gelernt! Zu Diensten! Bereit. Zur Stelle! Schild bereit, eure Lordschaft! Die wir sind wirklich... Also, ich finde das hier auch so schön gebaut hier. Das ist wirklich gut gebaut hier. Das ist einfach wirklich detailreich. Mir gefällt das richtig gut. So, die Armbrustschützen nehmen jetzt so ein bisschen das Feuer auf sich. Jetzt habe ich wieder ein Schild verloren, unnötigerweise. Und hier, ihr seht, wir haben hier einige Mörderlöcher. Dementsprechend habe ich mich hier für Pikeniere entschieden. Also damit geht man ja im Grunde erstmal nicht falsch. Die Burg ist schwieriger anzugreifen, als es den Anschein vielleicht erstmal macht mit der Truppenkombination. Deshalb darf man das nicht unterschätzen. So, die Wölfe müssen auf jeden Fall weg. So, und hier mal wieder fallen. So, wir müssen langsam vorrücken. Diesen Panzerblob. Gewähren und arbeiten lassen, während die Schützen das Feuer auf sich ziehen. So, ich warte kurz erstmal, wie die Wölfe agieren. Ja, natürlich können sie auf mich. So, dann müssen sie erstmal weitere Fallen aufdecken. Okay. Naja, mal gucken. Ich denke, es wird machbar sein. Ich hunge die Mönche. Sollten wir hinkriegen. Dass die Mönche halt gar nicht agieren, finde ich irgendwie gerade seltsam. Also manchmal schickt die KI die ja noch auf den Bergfried oder so, aber das macht die hier gerade gar nicht. Wir haben die Burg eingenommen, my Lord. Okay. Wir sind siegreich, Sire. Wir haben Dunotar erobert. Sehr, sehr schön. Und jetzt werden wir das Ganze aber auch nochmal verteidigen, liebe Freunde. Und zwar auf sehr schwer. Ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Wir kennen ja jetzt die Verteidigung. Ob wir das jetzt auf sehr schwer schaffen? Schauen wir mal. Also würden die schweren Einheiten hier nicht sein, würde ich vielleicht sagen, ja, okay, machbar, aber... Uff. Das ist heavy. Pikeniere sehe ich, Schwertkämpfer, die werden am gefährlichsten. Die Mönche sind auch crazy. Armbrustschützen auch noch, Streitkolbenkämpfer. Boah. Okay, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache es so, dass ich Bogenschützen bereit. Alle Bogenschützen hier auf den Turm schicke. Rücken aus. Alle Bogenschützen, ihr auch bitte. Unerreichbar. So, ihr geht dahin. Ihr könnt auf uns zählen. Lanzenträger weiter. Zurück. Wir stehen zu euch. Auch ihr geht in hierhin. Bewegung.
Okay, okay. Die schwarzen Mönche sind bereit. So, alle Mönche sammeln. Bogenschützen haben wir ja noch. Rücken aus. Ich habe vor, die da zu bündeln. Ich muss ja auch irgendwas gelernt haben aus den zwei Kerle eine Karte staffeln mit Utwin. Muss ja irgendwas hängen geblieben sein. Und wenn da was hängen geblieben ist, dann war es die Macht des Knubbels und die Macht der gebündelten Schützen auf den Türmen. Der Feind rammt unser Torhaus ein. Können die Wölfe denn? Nee, wahrscheinlich nicht. Die Wölfe machen ihm gar keinen Schaden, okay. Also wie gesagt, wenn ich was gelernt habe, dann Einheiten knubbeln lassen und Bogenschützen auf einen Turm bündeln, um diese effizienter zu behalten. Also entweder klappt das jetzt oder es klappt gar nicht. Das wird jetzt ein One-Hit-Wonder. Die Schwertkämpfer werden gut vorgeschwächt. Das ist eine gute Stellung hier, diese Mauer und der Turm hier. Der Höhenvorteil ist natürlich auch nochmal eine gute Sache. Boah, das wird gefährlich, aber ich glaube, bis hierhin machen wir es ganz gut. So. Ist zu, dann lasse ich die Wölfe jetzt los. Das sieht so cool aus hier mit der Kirche. Das ist schon stark. Ich lasse die ruhig das Tor hier einreißen, das ist okay. Oh, die Leitern. Gut, die Leitern könnten hier nochmal gefährlich werden, ne? Dem richtigen Knubbel geht das. Ich muss auch darauf achten, dass die Leitern hier zerschießen. Okay, das müssen wir jetzt dringend verändern. Gut, gut, gut. Zurück, zurück, zurück. Ah, oh, dass die Tore jetzt hier wieder zugehen, das ist so schlimm. Okay, jetzt zählt's. Der richtige Knubbel zählt jetzt. Oh. Okay, gut, 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 gut. Das hat gut geklappt. Kann ich die nicht treffen hier? Ne, die sind nicht gut treffbar. Das Tor hat auch gut Damage genommen bis dato. Das hat gut geklappt. Sehr gut. Das lief glatter, als ich jetzt gedacht hätte, tatsächlich. Aber es ist noch nicht vorbei. Wie der Turm jetzt hier freigelegt wird, ist auch cool. Und die Leicheneinheiten und die Mönche, die sollten jetzt hier kein Problem darstellen. Die Bogenschützen machen da wirklich einen guten Job. Nur die Gepanzerten und die Streitkolbenkämpfer in größerer Menge auf einem Haufen machen mir ein bisschen Sorgen. Aber ich denke, wenn wir das mit der Knubbeltaktik hier am Tor gut machen, dann sollte das gehen. Wie so umkippen. Was sind alle durchgekommen? Okay. Ich glaube, hier ist ein bisschen buggy gerade, aber ist nicht schlimm. Wie viel die aufmachen, ne? Aber es nützt denen halt gar nichts, weil hier zu ist. Die kommen ja nicht hoch. Wäre nur dann gefährlich, wenn sie die Leiter hier nehmen würden. Mein Herr? Die auch alle durch hinstellen können wahrscheinlich. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Ziel angepeilt. Eure Befehle? So. Haha, weil guck mal. Die Streitkolbenkämpfer wollten diesen Pfad nehmen über die Leitern. Gut, dass ich das jetzt noch schnell verhindert habe. Das hätte sehr gefährlich werden können. So. Oh, nee, warte mal, das sind jetzt doch noch zu viele. Ja, mit den Schwertkämpfern und Rittern, die ich da noch habe, ist das eigentlich ganz gut gelaufen jetzt. Oh, die haben jetzt doch einen Weg gefunden. Okay. Ach, sneaky, sneaky. Die haben sich durchgehackt und haben dort wirklich noch einen Weg gefunden. Aber Gott sei Dank jetzt nicht mehr genug, um da viel auszurichten. Okay, das sieht gut aus, ja. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz
Die schwarzen Mönche sind gegenhalten. Mit Gott. Mit Hilfe der Bogenschützen werde ich da jetzt zum Gegenschlag ausholen. Gehen wir, Brüder. Die Klingen sind gefährlich. Gib mir die Leiter kurz mal zerstören. Was habt ihr vor? Sehr schön. Ja, okay, dann haben wir es jetzt geschafft. Sind jetzt nur noch Zivilisten in Anführungszeichen und ein Ritter. Die sollten wir jetzt wegbekommen ohne Probleme. Sehr schön, sehr schön. Okay, das hat ja ganz gut geklappt eigentlich. Also kann man schon mal sagen, Dunotar, super Umsetzung hier von Andrascha. Hat sehr gut vorgelegt, die Burg. Ich bin gespannt auf weitere Dunotar-Einreichungen. Ich habe gesehen, es wurde auch eine weitere Dunotar wurde auch schon eingereicht. Die werden wir uns dann auch noch in Bälde angucken. Ich versuche das ein bisschen chronologisch nach Einreichungen zu machen. Also, jetzt hat auf jeden Fall noch jemand Dunotar. Hier, Dunotar Rebuild, genau. Also, da hat schon mal jemand noch eine weitere Dunotar-Burg eingereicht. Die werden wir uns heute nicht angucken. Ich versuche es ein bisschen nach Reihenfolge zu spielen, wie die Burgen mir eingereicht werden. Und ja, weil Andrascha natürlich jetzt so einen ganzen Workshop, so eine ganze Kollektion hat, werde ich die immer mal so zwischendurch dann zwischenstreuen quasi. Genau, aber nochmal der Hinweis, wenn ihr Bock habt, selber auch eine Burg aus dem Burgpfad zu remaken und mir als Belagerung einzuschicken, tut euch keinen Zwang an. Ich wurde auch schon gefragt, ob es auch okay ist, andere historische Burgen zu remaken, in Stronghold zu bauen und dann mir zu schicken, habe ich gesagt, ist kein Problem. Wenn ihr jetzt also auch selber irgendwo eine Burg kennt, egal woher, aus Deutschland oder aus Europa im Allgemeinen oder vielleicht auch irgendeine Kreuzritterburg oder so und ihr wollt die gerne hier in der Stronghold Definitive Edition nachbauen, dann gerne macht das und schickt mir die gerne ein. Genau, und Link, wie gesagt, wo ihr die Burgen einreichen könnt, findet ihr auf meinem Discord unter Stronghold Community Content. Ich habe das auch in dem einen Ankündigungsvideo, das werde ich auch unter jeder Folge hier verlinken, habe ich das auch erklärt nochmal genau, wie ihr das findet, wie ihr das machen könnt. Und da freue ich mich auf weitere Umsetzungen. Andrascha, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Burg Dunotar. Deine anderen Maps werden wir uns im Laufe der Zeit auch noch angucken. Und ja, wenn ihr Bock habt auf mehr Stronghold Content, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund und ciao.